Eieiei. Scheiße, ist das hoch. Hallo und herzlich willkommen zu den Shutter News. Alles, was in der letzten Woche so. Nee, das kann ich nicht. Ich brauche meine Notizen. Nein! Hallo und herzlich willkommen zu den Shutter News. Alles, was in der letzten Woche so rund um die Technik passiert ist, das erfahrt ihr in diesem Video. Boah, habe ich das lange nicht mehr gemacht, ey. Wir müssen über die neuen iPads von Apple reden. Die haben jetzt nämlich das iPad Air in der 11 und 13 Zoll Variante veröffentlicht und der iPad Pro ist in der 11 und 13 Zoll Variante. Die iPad Airs haben jetzt den M2 Prozessor verbaut und sie haben jetzt auch ihre Kamera horizontal ausgerichtet, sodass man jetzt auch dann perfekt für irgendwelche Meetings dann die Kamera dann auch in der Mitte hat und nicht blöderweise an der Seite. Ich hätte mir eine Sonnenbrille mitnehmen sollen. Boah, bei den iPad Pros gibt es dahingegen jetzt schon mehr Verbesserungen. Sie haben ein neues Display bekommen, ein irgendwie doppelt OLED-Display für wirklich perfekte Bildergebnisse. Das ermöglicht einem jetzt auch in dem normalen Zustand, also in dem SDR-Zustand, Tausende zu erreichen, was schon eine ordentliche Leistung ist. Die iPad Pros sind jetzt auch ein ganzes Stück dünner geworden und damit auch leichter und ja, liegen jetzt vielleicht ein bisschen besser in der Hand. Und Apple ist hier auch direkt noch einen größeren Schritt gegangen. Sie haben jetzt statt der jetzt eigentlich nächsten Stufe, der M3-Chip, haben sie jetzt direkt den M4-Chip verbaut, den es bisher sogar in noch gar keinem Apple-Gerät gibt, noch nicht mal in den MacBook Airs oder MacBook Pros. Wie immer halt jetzt bei Apple, bessere Performance. Jetzt gibt es aber mal wieder sehr, sehr viele Haken, die das Ganze halt wieder so ganz unattraktiv machen, die ich jetzt natürlich auch aufzählen werde. Als allererstes und auch als nicht so schlimmer Punkt, finde ich, ist die Ultraweitwinkelkamera erstmal gestrichen worden. Jetzt gibt es nur noch die Hauptkamera und den LiDAR-Scanner, was ich okay finde. iPad sollte man jetzt auch nicht großartig irgendwie Ultraweitwinkelaufnahmen machen, die waren sowieso nicht so gut. Und eine von Apples Neuerungen ist ja jetzt auch dieses matte Glas, was man sich dazu bestellen kann. Das kostet dann etwas mehr, aber das Doofe daran ist mal wieder, dass das Ganze nicht in den normalen Modellen gilt. Man muss bei den iPad Pros dafür erst 1 TB dazu buchen, was ja dann wieder heißt, übelst viel Geld dafür auszugeben. Aber auch nicht nur diese Limitation hat Apple bei den iPad Pros. Genau das gleiche ist dann wieder auch bei den CPU-Kernen. 10 CPU-Kerne haben sie nämlich nur ab 1 TB Speicher, sonst hätten sie 9. Dann aber auch mit dem Arbeitsspeicher. Die normalen iPads haben wie gewohnt 8 GB. Und diese 16 GB kriegt man erst wieder ab 1 TB. Ob man das in so einem iPad braucht, gut, ist eine andere Sache, worüber wir gleich auch noch reden. Aber wer es halt möchte, der muss halt hier wirklich sehr viel Aufpreis bezahlen. Es wurde auch erwähnt, dass jetzt 4 Mikrofone verwendet werden und keine 5 mehr. Wenn die 4 Mikrofone, die jetzt verbaut werden, gut sind, dann ist das, glaube ich, jetzt kein Nachteil gegenüber den 5 Mikrofonen. Und worüber ich mich jetzt aber auch wieder aufregen würde, ist, dass die iPads ohne Netzteil ausgeliefert werden. Da könnte ich wirklich kotzen. Jetzt hat Apple das mit den iPhones angefangen, jetzt machen die es bei den iPads weiter. Später lassen sie auch noch die Netzteile bei den MacBook Airs weg, da sie denken, ja, alle haben ja schon Netzteile. Nein, Apple, es gibt auch welche, die noch keine haben und selbst wenn sie welche haben, dann nutzen sie es für ihre anderen Geräte. Also ein Netzteil dabei zu haben, wäre schon wirklich gut. Auch wenn die Netzteile nicht die stärkste Wattleistung haben. Ich hätte gerne eins dabei. Und immerhin kosten die iPad Pros ja 1.200 € in der 11 Zoll Variante und 1.550 € in der 13 Zoll Variante. Und das bleibt ja jetzt auch nicht dabei. Wenn man jetzt noch eine Apple Tastatur dabei haben will, die jetzt auch erneuert wurde, man hat jetzt eine Tastatur wie bei einem MacBook, man hat jetzt ein besseres Trackpad mit jetzt auch der richtigen Haptik-Berührung wie bei dem MacBook Airs und MacBook Pros, dann muss man dafür für die 11 Zoll Variante 350 € nochmal Aufpreis zahlen und für die 13 Zoll 400 €. Und das Geile daran ist, die neuen MacBook Airs, die jetzt auch vorgestellt wurden, die unterstützen noch nicht mal diese neue Tastatur. Die müssen nämlich mit der alten Tastatur auskommen. Jetzt müssen sie die alte Tastatur für den gleichen Preis kaufen, wo es jetzt auch die neue für gibt. Und das finde ich auch irgendwie so ein bisschen verarsche. Und mit dem Apple Pencil gibt es jetzt auch wieder Schwierigkeiten. Die haben ja jetzt wieder einen neuen vorgestellt. Apple Pencil Pro nennt er sich jetzt. Nur mehr für die Funktion, dass man jetzt dann auch irgendwie so drehende Erkennung hat, dass man dann jetzt irgendwie beim Zeichnen dann irgendwie bessere Pinsel auswählen kann. Wird in manchen Situationen hilfreich sein, dafür direkt Pro zu nennen. Und hier können sich jetzt die alten iPad-Nutzer auch schon wieder schön aufregen. Denn diese können ihren alten Apple Pencil, der ja auch immerhin 150 € gekostet hat, jetzt nicht mehr mit den neuen iPads nutzen. Also die iPad Pros meine ich jetzt. Die müssen sich nämlich dann den neuen Apple Pencil für 150 € kosten, was jetzt kein Aufpreis ist,
Aber man wird immer einen Preisverlust dabei haben, was es am Ende einfach nur unnötig macht. Und dann redet Apple etwas davon, umweltschonend zu sein und jetzt irgendwie super jetzt hier zu sein mit Recycling und alles. Wenn ihr das Ganze mit der Kompatibilität hinkriegen würdet, dass man die gleichen Apple Pencils und die gleiche Tastatur und alles weitere nutzen könnte, dann würde man da auch nochmal sehr viel einsparen. Und jetzt nur noch einmal zur Zusammenfassung. Wenn man sich jetzt ein iPad Pro mit 13 Zoll kaufen will, man will auch einen etwas größeren Display haben, vielleicht will man es auch einfach als Alternative zu einem MacBook haben, denn dieser hat ja kein Touch-Display, man kann da ja schön drauf schreiben und alles. Wunderschön, dann brauchst du natürlich aber auch noch einen Stift, den Apple Pencil. Dann kommen auf die 1550 Euro noch 150 Euro hinzu, sind wir bei 1700 Euro. Eine Tastatur brauchst du natürlich jetzt auch, du willst keine Third-Party-Tastatur haben, denn die hat ja jetzt nicht dieses schöne neue Trackpad von Apple. Die wird also dann auch nochmal 400 Euro extra kaufen, sind wir also schon bei 2100 Euro. Und das ist jetzt die Standardversion des iPads. Da ist jetzt noch keine 16 GB RAM, noch kein nattes Display und noch keine 10 CPU-Kerne. Für dieses Geld würdest du jetzt schon einen richtig gut ausgestatteten MacBook Air kriegen, der auch ein 13 Zoll Display hat, zwar jetzt nicht mit einem OLED-Display, aber bitte, braucht man das für diesen Aufpreis? Und ich habe es ja in einem anderen Video auch schon mal erwähnt. Dieser Preis wäre gerechtfertigt, wenn man das iPad wirklich als Ersatz für ein MacBook Air nutzen könnte. Wenn ich darauf meine ganzen Sachen, die ich jetzt auf meinem MacBook Air mache, jetzt auch hier drauf machen könnte, würde ich sagen, gut, zahle ich. Denn jetzt habe ich hier wirklich ein MacBook Air mit Touch-Display. Fände ich wirklich grandios. Aber das ist halt nun mal nicht so. Eine abgewandte Version von macOS gibt es hier immer noch nicht drauf, sodass man hier also immer noch keinen richtigen Finder hat, wo man die ganzen Ordner richtig strukturieren kann. Das macht Apple ja auch wirklich gezielt so, dass man wirklich beides braucht. Ein iPad und ein MacBook Air. Aber für diese Preise kann ich heutzutage wirklich diese iPad Pros, die wirklich so viel kosten, nicht mehr empfehlen. Was ich heutzutage machen würde, ist ein iPad Air zu nehmen. Du brauchst auch keine Tastatur, einfach hier eine Third-Party-Hülle nehmen mit einem schönen Stifthalter, sodass der Stift auch nicht mehr rausfällt. Den als Stift würde ich mir auch einen Third-Party-Stift nehmen, den ich jetzt hier habe. Der hat, glaube ich, 20, 25 Euro kostet. Funktioniert super, lädt auch hier über diese Magnetfunktion auf. Das Einzige, wo der sich unterscheidet, ist hier dieser Knopf. Den muss man nämlich anmachen, wenn man den benutzen will. Ich meine, ich finde ja, iPads sind wirklich wichtig. Man braucht sie wirklich auch neben einem MacBook, denn dieses Aufschreiben per Hand ist wirklich schön und für Schule eigentlich unersetzbar. Aber ein iPad Pro ist dagegen wirklich unnütze, denn diese Performance von dem M4-Prozessor und diese ganzen High-End-Features, die es da drin gibt, braucht man nicht und da sollte man sich lieber einen guten MacBook, MacBook Air, MacBook Pro kaufen. Eins muss ich euch aber auch noch erzählen, worüber ich mich auch sehr freue, ist, dass Sigma bald ein neues 24-70mm mit Blendenöffnung 2.8 rausbringen wird. Da bin ich sehr gespannt, denn ich nutze ja auch gerade immerhin den Vorgänger, das jetzige 24-70 von Sigma, womit ich wirklich sehr zufrieden bin. Das neue soll dann wahrscheinlich kleiner, leichter werden. Es soll sich ein bisschen annähern an das Sony 24-70er, was ja wirklich sehr leicht und kompakt ist. Und es soll jetzt auch einen Blendenring bekommen, was ich unnötig finde. Aber gut, wenn das Sony G-Masters hat, dann muss das Sigma es natürlich auch haben. Preistechnisch würde ich sagen, dass genau gleich teuer wird wie das jetzige 24-70er, dafür dann aber das alte ein bisschen günstiger wird. Da ist einem jetzt die Entscheidung selbst überlassen, da kann man dann das alte oder das neue nehmen, da macht man bei beiden Optionen nichts falsch. Das jetzige ist auch einfach schon top und ich liebe es einfach. So, und das war's jetzt erstmal für diese Woche. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne ein Like und ein Abo da. Ich verabschiede mich. Ciao.